Das Minecraft 1.20 Update ist da und ich bin auch wieder auferstanden. Nach einem Jahr. Das interessiert dich aber sicher niemanden, denn jetzt ist es wieder Zeit, das neue Minecraft Update auseinanderzunehmen und sich über jede Kleinigkeit lustig zu machen. Der Mob-Vote-Winner vom letzten Jahr, der Sniffer, ist zum Beispiel in diesem Update. Man muss sagen, er ist sehr schön designt, er hat sehr schöne Animationen, doch das Problem ist einfach, er hat überhaupt keinen Sinn. Hey you, yes you, do you want to sniff my seeds? Im letzten Video habe ich Mojang noch gelobt, dass sie jedem Item einen Sinn versuchen zu geben. Doch in diesem Update ist irgendwas anscheinend schiefgegangen, weil sie so viele Items einfach ohne Sinn ins Spiel eingebracht haben. Die Pflanzen sehen vielleicht wie der Sniffer gut aus, haben aber an sich keinen Sinn im Spiel zu sein. Okay, was gibt's noch in diesem Update? Kirschbäume zum Beispiel. Das neue Biom ist wirklich schön gemacht. Aber habt ihr von Mojang mal daran gedacht, dass es Menschen gibt, die eine Kirschenallergie haben? Ich meine, für die ist es doch unmöglich, in diesem Biom zu sein. Dieses Kirschenbiom muss auf der Stelle entfernt werden. Ich meine, ihr habt Fireflies nur wegen Fröschen entfernt. Das heißt, Mojang mag Frösche mehr als Menschen. Das muss man sich mal überlegen. Ich als Allergiker fühle mich da hochgradig attackiert. Armor Trims. Sehr schöne Idee, hätte schon viel länger im Spiel sein müssen. Aber was soll das mit den Crafting-Rezepten für die Armor-Trims? Was war die Logik, irgendein random Item zu nehmen und das dann einfach mit 7 Dias und einem weiteren Armor-Template umschließen? Ich weiß, Mojang will Dias wieder wertvoller machen, aber diese Rezepte sind einfach viel zu random und sehr seltsam. Außerdem, wenn ihr schon Rüstung macht, warum keine Werkzeuge, wieso keine Spitzhacken, wieso keine Elytron? Das ist mangelhafte Umsetzung, Mojang. Ich erwarte mehr. Und wo wir schon gerade bei mangelhafter Umsetzung sind. Bundles haben es bis heute nicht ins Spiel geschafft. Die sind irgendwo in einer experimentellen Phase seit 3 Jahren. Eigentlich hätten sie Teil des 1.17 Updates werden sollen, aber jetzt ist es 1.20 und sie sind immer noch nicht da. Was soll das? Nur wegen Handy-Usern. Wen interessiert Handy-User? Eigentlich sollte jetzt ein Teil über Archäologie kommen, aber Archäologie ist so seltsam, da kann sich jeder seinen Teil selbst denken. Und dann sind da noch die ganzen anderen Features, da gibt es zum einen noch das Boot 2.0, das Holz 2.0, das Pferd 2.0 oder das Bookshelf 2.0. Alles Features, die einfach existieren. Wenn ich das jetzt so erzähle, denkt man, ich hasse jedes Minecraft Update. Das ist nur zum Teil wahr. Deswegen kommen wir jetzt auf die guten Features des 1.20 Updates. Zum Beispiel hat Minecraft jetzt eine neue Lightning Engine. Das hat man nirgendwo mitbekommen, aber trotzdem können sich bei manchen dadurch die FPS sogar verdoppeln. Das sind diese kleinen Optimisationsänderungen, die Minecraft einfach braucht. Eine weitere Sache ist, dass man jetzt Rüstung einfach nur mit Rechtsklick austauschen kann. Man muss nicht mehr ins Inventar reingehen. Man kann einfach nur rechtsklicken und Rüstungen mit Elytra tauschen. Das sind kleine Quality of Life Features. Und so etwas braucht Minecraft. Viele haben einfach oft den falschen Fokus auf einem Minecraft Update. Viele denken, es muss super groß sein mit vielen neuen Features, Items, Blöcken. Doch dann passiert so etwas, dass einfach nichts wirklich einen Sinn hat. Nichts ist berechtigt, wirklich im Spiel zu sein. Und wenn man sich allgemein das Feedback von der Community anschaut, wird man sehen, man kann kein perfektes Update machen. Update soll super groß sein mit vielen neuen Features, darf aber ja keiner Mod ähnlich sein. Es muss möglich sein, auf jedem noch so alten Gerät mindestens 100 FPS zu bekommen. Aber wehe, man nimmt sich Zeit, Optimisationsänderungen zu machen. Mojang macht eindeutig nicht alles perfekt und es gibt gute Gründe, sie zu kritisieren. Aber man muss bedenken, die meisten Probleme liegen in der Community. Wir haben einfach unrealistische Ansprüche und die Developer sind auch nur Menschen und wollen ihre Miete bezahlen.